Ja, liebe Christina, komm, wir prosten uns zu. Ich habe sogar ein Herz, eine Herztasse für dich genommen. Oh, wie schön. Meine ist nur so mini, weil es halt nur so ein Espresso ist. Ja, ich hab mir einen großen gemacht. Einen Sehr schlau, sehr schlau. großen Kaffee für die liebe Christina Stürmer. Als ich kurz vor, im Dezember irgendwann habe ich den Termin reinbekommen, Interview mit Christina Stürmer, und ich habe mich so sehr gefreut, Cool. weil wir uns wirklich lange nicht gehört und noch länger nicht gesehen haben. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich total. Ist auch super schön, dich trotzdem sehen zu können. Das ist, ja, das ist gerade mein Highlight. Guck, Ja, das frohes glaube neues ich. Jahr wünsche ich dir. Nee, das ist echt. Also dank dieser Technik ist es echt spitze. Also und ich bin auch sehr dankbar, dass einfach auch wieder ein bisschen was zu tun ist. Weil sonst sitzt man eh immer nur zu Hause. Ich habe heute sogar eine Jeans angezogen. Was hast du angezogen? Eine? Eine Jeans und nicht die Eine Jeans? Jogginghose. Oh, darüber bin ich nicht weggekommen. Ich bin nur hier zu meiner, zu, ich bin nur über meine Leggings bin ich nicht rübergekommen. Du hast eine Ach Jeans so. an. Krass. Na gut. Also hast du auch, kennst du auch, ne? Obenrum super. Ja, Obenrum. ja, ja. Obenrum super und unten dann die dicken Wollsocken, die Jogginghose, die labbrige. Ja, ich finde es gar nicht schlimm. Viele sind ja so ein bisschen, das ist die Verwahrlosung und dann geht's los. Aber ich find's okay so. Ich finde es der Situation angemessen, dass man sich untenrum mal ein bisschen gemütlicher machen kann. Ja, ich finde es auch. Also wobei, ich muss ja auch gestehen, ich bin ja so prinzipiell mehr die Gemütliche. Also es war für mich auch vor Lockdown-Phasen oft die Jogginghose mein täglicher Begleiter. Das fand ich an dir immer schon so toll. Weiß ich noch ganz genau, da waren wir alle noch ganz aufgeregt. Weiß ich nicht, wie alt waren wir damals? Vielleicht so 27, 26 oder so. Und da haben wir uns zum Beispiel beim Echo mal getroffen, Ja. ne? Und Aftershow-Party und alle haben sich gestylt und fertig gemacht und so. Und du kamst irgendwann so um, weiß ich nicht, 1 Uhr, total lässig. Ich will jetzt nicht sagen, in der Jogginghose das nicht, aber wirklich, wirklich entspannt. Ja. Und das fand ich so toll immer, dass du nie so im Hype drin warst und nie so, weißt du, so angestrengt warst. Ja. Es war von Anfang an, egal wie viel Hype um dich rum war, warst du immer irgendwie gemütlich und bei dir selbst. Und da bist du die große Ausnahme, und das fand ich immer ganz toll. Oh, danke schön. Also ich kann mich aber noch erinnern, ich war einmal, also prinzipiell finde ich ja immer gerade so eben so wie ein Echo, damals war, da habe ich mich schon manchmal auch ein bisschen rausgeputzt. Also ich glaube, die letzten paar Echos, wo ich war, hatte ich dann, glaube ich, sogar ein Kleid an, also bei der Verleihung. Bei der Verleihung. Ja. Und wie es dann zur Aftershow-Party ging, habe ich mir eigentlich immer andere Schuhe angezogen, weil ich kann ja auch mit hohen Schuhen nicht laufen. Ich habe das einmal gemacht, das weiß ich noch so genau. Aftershow-Party, Echo mit so Stiefeln, mit eh nur so einem Keilabsatz. Also eh auch für, ne, so hohe Schuhe für Dummies, so ungefähr. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin nicht sonderlich lange geblieben, aber wie ich zum Taxi getorkelt bin, aber getorkelt nicht deshalb, weil ich so viel getrunken habe, sondern weil ich einfach nicht mehr laufen konnte. Ich kann halt mit solchen Schuhen auch, ich tue mir wirklich, wirklich sehr schwer, dass ich da einen schlanken, wie sagt man, ein schlankes Bein mache und dass das auch gut aussieht. Also ich wäre nicht für den Catwalk irgendwie gebaut und gedacht. Also ich bin mittlerweile auf deinem Level angekommen. Ich konnte das früher besser. Du weißt, ich bin ja von Hause aus Tänzerin und Ja. habe immer viel getanzt. Und dann ist man sehr viel Schmerz und Leid an Füßen gewohnt. Allein die Spitzenschuhe, ne, mit den Holzdingern vorne oder später in High Heels Rock'n'Roll getanzt und so. Und heute möchten das meine Füße nicht mehr. Ja. Also sie wollen es einfach nicht mehr. Ja, Deshalb. die werden älter. Du bist einfach klüger, hast es von Anfang an so gemacht und ich habe irgendwie bis jetzt gebraucht. Ja.
Ja, wenn wir, wir haben, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass wir zusammen sprechen können. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt gerade hier bei uns im Haus, im Studio hier unten. Also wir haben im Haus im Keller unten so ein kleines eigenes Home-Studio eingerichtet, eh schon vor Jahren. Und das war jetzt auch gerade in der Lockdown-Phase wirklich so auch ein bisschen so die Rettung, dass man auch trotzdem, dass man keine Live-Konzerte spielen kann, dass man einfach runtergehen kann in den Keller, auch mit unserer kleinen Tochter. Und dann sind wir, keine Ahnung, Klavier gespielt, wir haben Schlagzeug gespielt, wir haben auch ein bisschen eben produziert und Songs geschrieben. Und das war schon ein bisschen die Rettung. Deshalb, es ist jetzt so, ich weiß, ein bisschen ein langweiliger Ich Hintergrund. kann es nicht. Da ist so Ja. eine. Ist das ein Schrank oder was Nee, ist das das? ist Oder eine einfach Wand? nur so ein akustisches Modul. Ah, okay. Aber hier ist es einfach am gemütlichsten. Hier ist die meine schöne grüne Couch. Du sitzen kannst. Nee, du kannst es nicht verändern, gell? Die Dings, dass wir deine Couch sehen können, oder? Nee, Oben im wahrscheinlich Keller. nicht. Also da wird wahrscheinlich dann Kamera und alles hier Okay, verkabelt. verstehe. Ich sehe ein Stück von deiner grünen Couch. Ja, es ist so schön, so eine altgemachte, so eine mit Cord. Ich Oh, liebe schön. Cord. Ich habe früher immer Cordhosen getragen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr, weil das ist bei uns dann immer stocksteif, weil unser Wasser so kalkhaltig ist. Aber für die Couch ist das super. Hast früher auch gerne Cordhosen getragen. Oh Und ja. wahrscheinlich gerne auch Latzhosen, oder? Oh Jeans-Latzhosen. ja. Ja, aber ja, das trägt man heute nicht mehr, Wir oder? sind ja ungefähr ein Jahrgang und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Kindheitsbilder sehr ähnlich aussehen. Ja, Weil wunderschön, wunderschön. ich musste gerade für die Bildzeitung war so früher und heute Weihnachten, da war so eine Ja. Charity-Aktion und da haben wir in alten Bildern rumgekramt. Oh. Und ich habe, aber schön, ich habe, die Omi hat dann eins gefunden. Ich saß im Kindergarten und habe so eine Kordlatzhose an. Ach, Und schön. die anderen waren recht mädchenmäßig und ich war eigentlich wie ein Junge, sage ich mal, angezogen. Ich habe dazu Spielhosen gesagt. Bei uns in der Generation hat man auch Spielhosen gehabt, oder? Ja. Heute braucht man das nicht mehr. Aber ich war auch, ich wollte einfach immer auf dem Sprung sein und immer, weiß nicht, ich habe auch gerne mit Jungssachen gespielt. Wie war es Ja, bei ich auch. dir? Ja, ich auch. Also ich hatte natürlich meine Puppe und ich hatte, wie ich dann ein bisschen älter war, also älter heißt mit so 9 oder 10, habe ich dann schon auch gerne mit Barbie-Puppen gespielt. Also wir hatten, glaube ich, Millionen Barbie-Puppen zu Hause. Aber ansonsten war halt immer, ich habe einen älteren Bruder, der ist 4 Jahre älter. Bei uns war ganz viel Lego zu Hause, diese Matchbox-Autos. Wenn Oh, man die ich so, liebe es. Ja. wenn man die so aufgezogen hat, tschung. Ja, und das Schöne ist, also von mir gibt es die nicht mehr, weil ich habe immer mit denen von meinem Bruder gespielt. Aber von Oliver, von meinem Freund, da ist halt einfach, da ist noch einiges da. Und Marina, Super. unsere Tochter, hat jetzt alle alten Matchbox-Autos. Und das ist super. Die sind alle in der Sandkiste im Sommer, mit denen wird herumgefahren, Rallye gefahren. Das ist echt super. Das ist schön. Hast du Erlebst du deine Lieblingsspielsachen oder sowieso von früher Sachen? Erlebst du ein paar Sachen neu jetzt mit der Marina, dass du halt sagst, oh, damit habe ich früher gar nicht so gern gespielt, aber jetzt macht es voll Spaß? Oder sind deine Vorlieben ähnlich geblieben? Die Vorlieben sind ähnlich geblieben eigentlich. Also ich sag so, ich finde es halt einfach so geil, wenn so alte Spielsachen eben noch irgendwo auftauchen oder eben so alte Badesachen. Meine Mama hat letztens ausgekramt, so, also letztens ist gut, eh schon vor 2 Jahren oder so, so kleine Badeenten, aber nicht diese Gummidinger, die es jetzt überall gibt, sondern wo man Wasser einfüllen kann, so aus Hartplastik. Und die sind halt bei uns in der Badewanne dann jetzt herumgefahren nach, lass mich überlegen, 36 Jahren Das damals. hätte Also er ich jetzt bin nicht jetzt so sagen sollen. 38. Also nach 36 Jahren haben die noch immer top ausgesehen und Ich sind dann in sagte unsere ja, Badewanne gefahren. Und das ist ähnliche schon Sachen. schön. Dieses Hartplastik, ja. Ich hatte so ein Boot aus Hartplastik, da konnte man Ja. richtig mit spielen, also richtige Wasserlandschaften irgendwie machen. Schön. Sehr schön. Ja, also du hattest eine schöne Zeit zu Hause. Das ist natürlich Luxus unten, dass du ein Ja. Studio kannst, dass ihr weiter basteln konntet, arbeiten konntet. Und deshalb habe ich ja auch das Vergnügen hier und heute mit dir, weil du
ja, vom Namen her passend so eine kleine, ja, EP rausgebracht hast. Genau. Einfach mal von zu Hause, zu Hause. Genau. Ja, Das war ganz toll. lustig, ja. Also wir haben ja Songs von dem letzten Album, das ja überall zu Hause heißt, haben wir 6 Songs genommen, haben die einfach neu arrangiert in so einem, ich nenne es jetzt mal, in so einem Zuhause-Gewand. Also eben bei uns im Keller, das klingt immer so ein bisschen komisch, bei uns im Studio zu Hause. Der Keller ist das Wertvollste von einem Haus, Ja. sagt meine Mama immer. Die arbeitet bei einer Baufirma und die muss es wissen. Die liebt Bauen, Immobilien. Und der Keller, sagt man, hat man früher gesagt, ist Ja. das, ja, ist das Wertvollste an einem Haus. Ohne Wirklich? Keller ist ein Haus nichts wert. Deshalb, man sagt Das es heute so stimmt. im Keller, aber das ist super. Deswegen, du musst das mit Stolz sagen, in meinem Keller. Das Als stimmt. wert, ja, Unser so. Nachbar hat nämlich keinen Keller. Und ich denke mir immer, why? Warum baut man ein Haus ohne Keller? Das ist doch nichts wert. Tatsächlich. Gut, also ich sitze in unserem Keller. In unserem tollen Keller. Und was wollte ich eigentlich erzählen? Das Zuhausegefühl Ja, von der EP. genau. Also es ist halt einfach, ich muss halt auch dazu sagen, ich habe die letzten Alben alle bei uns zu Hause hier eingesungen. Das heißt, es ist einfach, ich kann hier runtergehen, wenn ich Lust und Laune habe. Ich habe keine Termine. Ich bin heute um, keine Ahnung, 16 Uhr ist Gesangsaufnahme. Deshalb muss ich irgendwo hinfahren. Sondern wenn ich Lust habe, dann gehe ich hier runter und dann können wir irgendwas aufnehmen. Und da haben wir eben diese 6 Songs einfach vom letzten Album genommen, neu arrangiert, gemütlich aufgenommen eigentlich. Und das war so schön und ich finde die Versionen auch, also so unter uns gesagt, gefallen mir die neuen Versionen irgendwie oder sind jetzt gerade der Zeit vielleicht angemessener. Im Moment gefallen sie mir einfach mehr und berühren mich mehr und sind einfach, ja, es ist mehr so Stand der Dinge vielleicht, kann man Ja, sagen. also ich habe, als ich die geschickt bekommen habe vorab, habe ich mir gemütlich angehört und dachte richtig, oh, wie schön. Also es ist gerade richtig, ne, zur rechten Zeit und gerade die Songs, die man eh auch schon sehr gerne mochte, die noch mal jetzt richtig so zu hören, ne, zu seinem eigenen Feeling. Also ich habe gedacht, tolle Idee, hast du gut Ja, gemacht. danke. Wir haben ja auch, also ein Song oder 2 Songs sind ja auch drauf, die wir auf Tour auch gespielt haben, eben in anderen Versionen. Und die sind auf Tour, also wir waren auf Tour, wann war das? 2009. Auf Tour? Was ist nochmal auf Tour Was sein? ist das Wie lange? nochmal? Da waren Menschen, die haben sich umarmt und haben Viele geschwitzt und Menschen. sind eng zusammengestanden. Und da haben wir eben schon Songs vom Album genommen und haben sie ein bisschen abgeändert, auch ein bisschen in reduzierter Form. Und die sind damals so, so gut angekommen und die Leute waren immer so berührt und haben mir das auch geschrieben dann eben auf diversen Social Media Plattformen. Und die haben wir halt natürlich jetzt auch speziell genommen und haben die eben in dieser Zuhause-Version, auch Tour-Version kann man fast schon sagen, dann haben wir die eben aufgenommen. Deshalb, ich glaube, dass sich der eine oder andere, der bei der Tour dabei war, vielleicht da vielleicht kurz wieder schwitzt und vielleicht wieder eng an eng mit irgendwem steht. Vielleicht kann er sich da zurückerinnern. Wir haben ja in der Radioshow mit dir eine ganze Stunde nur mit dir. mit welchem Song sollen wir denn starten? Oh, das ist Von ein. der, also ist ja jetzt leichter, von der EP starten wir mal auf jeden Fall. Und du darfst den Anfang machen. Oh, pass auf, dann würde ich von der EP vorschlagen, gerade zu Beginn, dass man auch so ein bisschen dieses Zuhause-Feeling gleich bekommt, würde ich tatsächlich dann auch gleich mit jeder unserer Träume starten. Das ist die Version, von der ich auch gerade geredet habe, eben was so ein bisschen von der Tour auch kommt und die wir jetzt einfach wirklich gemütlich, muss man auch sagen, Oliver und ich alleine hier im Studio aufgenommen haben. Wie schön, super, freue ich mich sehr drauf. Ja, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, also du bist ja seit so vielen Jahren einfach immer da, einfach immer da. So seit, ich überlege richtig, Sie sind immer da.
einfach immer da. Das ist halt schön, ne? Du bist einfach verlässlich immer da. Man konnte sich die letzten 15 Jahre einfach auf dich verlassen. Das ist sehr schön und auch ich habe, wie viele deiner Fans, natürlich sehr schöne Erinnerungen, wenn man auf einmal merkt, wenn man mal deine Songs irgendwie durchgeht, ne, auf Ja. Spotify oder irgendwie man mal guckt und auf einmal merkt man erst, wie viele Hits du hattest, das ist Ja. unglaublich. Und auf einmal so, ach ja, das, ne, krass, ja, Millionen Lichter, ah, Seite an Seite, das ist Leben, ja, ach, Engelfee, oh, wie schön, ne, also man so eine Hitliste und bei vielen hat man einfach ganz schöne, prägnante Erinnerungen an eine Zeit auch. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mir ein altes Lied wünschen darf in einer Ja. Stunde, wünsche ich mir tatsächlich Engel fliegen einsam. Ja. Ich habe da dran an meine Stiefkinder früher so wir haben das Lied geliebt. Die waren damals so 10, 11, 12 so. Und wir haben das immer auf den Autofahrten immer wieder gehört. Und Echt nochmal, und nochmal. Da haben schön, die immer ja. gesagt, und nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Da haben wir das Lied halt 20 Mal hintereinander gehört. Und deswegen ist es so eingebrannt in meinem Kopf. Und ich liebe es halt so sehr. Und deswegen wünsche ich mir in deiner Stunde Engel fliegen einsam. In welcher Version, das sagst du? Okay, in welcher Version? Ja, in welcher Aufnahme? Das hast du ja öfter aufgenommen. Also von welcher Platte wir das spielen sollen. Ob wir das Ja. in einer Live-Version spielen sollen oder eine Unplugged-Version oder von ganz Nee, also früher. es gibt voll die schöne Unplugged-Version. Die ist so ein bisschen auf Swing gespielt. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute, also wir spielen diese Nummer ja eigentlich schon seit, was in der Zeit über 13 Jahren immer als allerletzte Nummer bei einem Konzert. Deshalb würde ich es auf alle Fälle in einer entweder Live-Version oder die Studio-Version spielen, weil es einfach so spielen wir es eben live. Und die Leute, also ich kriege das ja dann mit, wenn die Leute aus dem Saal rausgehen und die sind dann immer so, ich weiß gar nicht, so beflügelt irgendwie. Und die gehen dann immer summend mit diesem Lied nach Hause und ich finde das Lied auch so. Ich weiß nicht, das macht so ein gutes Gefühl einfach. Deshalb würde ich es wahrscheinlich sagen in einer Live-Version. Wenn wir schon so ein bisschen in Frühjahr kramen, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, ich weiß nicht, ich habe unser großartiger Produzent, der Rolf, hat ein Video gefunden. Damals haben wir mit Liedergut, also mit der Show ganz, ganz frisch angefangen. Da ging es um die deutsche Musikszene und du warst einer meiner ganz frühen und ersten Gäste. Liedergut. Music Siehst du made das? in Germany. Wir machen Platz. Für Mädels Dann aus macht dich auf Deutschland, was die es gefasst. verdient haben. Wir machen immer ein bisschen Karaoke und singen eigentlich immer aus dem Geburtsjahr des Künstlers irgendwie ein Refrain oder so. Und das Lied heißt Du entschuldige, ich kenne die. Das ist Oh zweimal. Ja, echt? Weiß ich gar nicht. Singst du dich richtig ein? Ich habe jetzt ja durch Liedergut viel mit Künstlern zu tun. Ja. Und die Singen sich meisten, alle pass ein? mal auf, Ja. jetzt sage ich dir mal was. Kein Mensch singt sich ein. Kein Mensch. Aber ich mache immer so. Und. Das Das ist ist einfach nur ein peinlich. bisschen lockern. Aber das mache ich während allem Möglichen. Also währenddessen ich mir noch ein Wasser nehme oder den Whisky herrichte, den wir immer kurz vorher noch vor der Show trinken. Oh, stopp. Oder auf die Pur. Toilette Quatsch. gehe und Pur. Ihr dann. trinkt Whisky-Cola, ihr trinkt Whisky-Cola, oder? Nee. Bleibt mir mit Cola. Da Pussy, bleibt mir mit Whisky-Cola weg. Whisky-Cola? Echt? Das haben wir mit 16 getrunken. Mit 18. Trinkt Cola. Cola mit Whisky. Den guten Whisky mit Cola spritzen, das geht ja gar nicht. Hör mal. Hatet mich. Nein, nein, nein. Doch, es wird unsere Headline. Christina Stürmer hatet Audrey. Als Pussy. Als sie Pussy-Getränke trinkt. Oh Mann. Ich habe mit dem nichts zu tun. Jetzt kann alles zusammen mitsingen. Und. Du entschuldige, bist du nicht die Kleine? Ich bin so als Burgernkopf-Top.
Die mit 13 schon kokett war, mehr als Mozzarella, und die Jägen schien's an Kopf. Ich hab nächtelang geklopft, nur weil du im Stuhl, aber mit den Jungs winkert, kommen wir sprechen 15 Jahr, holen jetzt alles noch, doch dazwischen einfach nix vor. Oh Gott, wie schön! Sofort! Ich lasse dich richtig ungern gehen und würde mich gerne noch mal mit dir nachts verabreden. Ja, dann Bier oder Weißweinschorle oder Cola Whisky oder Whisky. Nein, oder? Ich werde mit dir Whisky trinken und werde nie wieder in meinem Leben Whisky Cola trinken. Man muss nur, das nur kurz zur Erklärung, man muss einfach nur einen guten Whisky erwischen und halt nicht literweise trinken, klar. Ach so! Oh Mann! Das habe ich mal falsch gemacht. Music made in Germany. Wir machen Platz für mehr Künstler aus Deutschland, die es verdient haben. Warum haben wir das getan? Tina, ey, was eine Erinnerung. Mann, und hast du wirklich seitdem nie wieder Whisky-Cola getrunken? Gib's zu. Wirklich nicht? Nein. Ich bin dann danach hingegangen. Mein Papa kommt aus Kanada. Der hat dann mir erklärt, Scotch Whisky. Mit dem habe ich dann mal einen Whisky getrunken. Und gerade neulich musste ich nochmal an dich denken. Also auch schon wieder ein Jahr her, aber trotzdem. Dann ging Whisky-Cola und dann sagte ich, ich trinke kein Whisky-Cola mehr. Christina hat gesagt, das ist richtig pussymäßig. Habe ich auch meinem Freund erklärt. Der trinkt so gerne Whisky-Cola. Ja. Dem habe ich auch schon gesagt. Christina hat gesagt, das trinken nur Pussys. Nein, Pussy hast du gesagt, nicht ich. Stimmt. Das stimmt. Oh Mann, ja. Ich finde, Whisky-Cola ist ja tatsächlich fast sowas wie, ich weiß nicht, wie man das dann in Deutschland nennt, wie Rotwein mit Cola. Kenn ich nicht. Auch irgendwie, kennst du nicht? Nee. Echt? Rotwein mit Cola kennst du nicht? Habe ich noch nie gehört. Das haben wir früher, muss man leider sagen, gesoffen, wie wir jünger waren. Rotwein mit Cola ist fürchterlich. Das ist eigentlich noch eine Stufe niedriger wie Whisky-Cola. Oh, das ist dann Cola-Rot, glaube ich, nennt man das bei uns. Ich bin beeindruckt. Schon aus dem Alter raus, weißt du, ich bin ja schon lange, ich bin ja schon puh. Ja, Wahnsinn. Du warst wild, ne? Als Jugendliche? Mhm. Ja. Also wild. Was ist wild? Also ist es für dich, wenn Marina so wird wie du, so mit 13, 14, 15, ist für dich cool? Puh. Naja, wenn sie nicht ganz so wird, dann würde es mich mehr freuen. Aber es geht doch auch noch schlimmer. Also es geht schon noch schlimmer. Ja, ich habe immer die Finger von geht immer genommen, zum Beispiel. Ja, also die hatte ich da nie drin. Aber ich muss schon sagen, also ich habe schon gerne, was man halt da früher so gemacht hat im Freundeskreis. Man muss vorglühen, bevor man dann auf die Party geht, was ich nicht verstehe, warum man das macht. Weil eigentlich kommt man dann schon betrunken zur Party, ist ja voll langweilig. Macht keinen Sinn eigentlich. Macht keinen Sinn, aber damals hat es voll Sinn gemacht. und ab wann hast du dein erstes Tattoo gehabt? Mein erstes Tattoo mit 16. Ja. Schon? Ja, ich habe die Unterschrift, ich war ja Meister in Unterschriftfälschen, also von meinen Eltern, vor allem von meiner Mama. Und mit 16, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es ja so, mit 16 durfte man ja eigentlich noch nicht tätowieren gehen. Und da brauchte man irgendwie, keine Ahnung, eine Bestätigung vom Erziehungsberechtigten oder keine Ahnung. Und ja, mit 16 habe ich mir dann schlauerweise mein chinesisches Sternzeichen. Wie dumm. Was ist das? Hund. Ich bin auch, ach klar, wir sind ja natürlich beide Hund, ein Jahrgang, ja. Hund ist super übrigens, sei stolzer drauf, auch. Super. Aber das Doofe war damals, dass, also ich habe so ein Buch mitgehabt, ich habe ja in einer Buchhandlung gearbeitet damals und habe da so ein schlaues
chinesisches Sternzeichen Hund-Buch mitgehabt zu dem Tätowierer damals. Und habe ihm gesagt, das, so hätte ich es gerne. Und der macht das halt dann schön. Und dann war irgendwie nach Jahren, wir waren auf Tour, kam dann ein Mädel, die diese Schrift lesen konnte und meinte, wieso hast du da wilder Hund hinten draufstehen auf deiner Schulter? Und ich so, wie wilder Hund? Das also ist mein Sternzeichen. Und sie so, ja, aber das heißt wilder Hund oder Wolf? Ich dachte so, wie bescheuert. Dann hat es gar nicht Hund geheißen. Nee, komm, ehrlich, oh Wahnsinn. Dann dachte ich kurzfristig, oh, Wolf ist eigentlich auch cool. Dann ist das Wolf. Naja, im Endeffekt habe ich es mir dann 2011, boah, ist auch schon 10 Jahre her. Oh Mann, die Zeit vergeht. Vor 10 Jahren habe ich es mir dann quasi, wie nennt man das dann? Covern lassen, ne? Covern lassen, genau. Was ist jetzt? Was Größeres, ohne irgendwelche Schriften, nur Bilder. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Kurzer Ausflug in früher. Aber wie, ne, auf einmal sieht man das. Also mir ging es so und ich so, ah, guck mal, krass, wie die Zeit vergeht, ne? Ja, aber wir sahen gut aus, finde ich. Schon. Ja, ich finde schon. Schon, oder? Wir haben auch gut gesungen, finde ich. So peinlich ist es gar nicht. So peinlich ist es gar nicht. Man muss sich alles immer nur schön reden. Ich fand es total schön. Mhm. Schönes Lied auch. Ich mag auch Peter Cornelius sehr gerne, weiß ich noch. Und als du dann da warst, dachte ich, ich ergreife die Chance. Ja. Jemand, der es als Landsfrau ordentlich singen kann. So, meine Liebe, wir gehen weiter ins Hier und Jetzt und widmen uns deiner EP. Mit was geht's denn weiter? Oh, mit was geht's weiter? Pass auf, jetzt, wo ich du, Entschuldigung, Candy, jetzt braucht man was Beschwingteres. Ja. Ich würde auf alle Fälle jetzt mit was Schnellerem weitergehen und würde dann zu Mount Everest switchen, sozusagen. Gut, gut. Von wann ist der Song? Hast du eine Verknüpfung im Kopf damit? Ja, Mount Everest habe ich eine Verknüpfung, das ist ganz lustig, wir haben den gemeinsam geschrieben, also vor allem den Text mit dem Sebastian Wehlings und ich weiß noch, dass wir da so lange herum getan haben mit diesem Text, also der Song war eigentlich schon fertig und ich glaube Mount Everest war wirklich so der letzte Songtext, der damals auf dem Album Überall zu Hause fertig wurde, also wirklich so eher so letzte Minute oder eher letzte Sekunde eigentlich. Und Mount Everest ist ja auch so, ist sozusagen das Bild von diesem Ding oder von dem, was man am liebsten machen möchte. Ich glaube, dass ganz viele Leute tagtäglich Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht so gerne machen. Und Mount Everest soll sozusagen das Zeichen sein für, hey, der eine geht gerne, ich habe schon so viele Leute getroffen, der eine würde eigentlich viel lieber Tauchlehrer auf den Malediven sein oder der andere Tänzerin. Und sitzt aber eigentlich den ganzen Tag im Büro. Also einfach diese Träume, dass man richtig nach denen greift und auch nach denen, ja, dass man das auch macht. Da braucht man manchmal tatsächlich einen Anschub. Also ja. Ne, einen richtigen Antrieb oder dass man wirklich sagt, weil meistens ändert man ja erst was oder schafft erst was zu ändern, wenn irgendwas passiert oder wenn man, wenn irgendwas Einschneidendes geschieht. Ja. Man kommt eigentlich, ich kenne es ja von mir selbst, aus seinem Weg, so aus seinem Tritt irgendwie kaum raus, auch wenn man so gern will, ne? Ja, man ist oft so eingefahren in seine Welt auch und was man tut und macht und findet es dann ja eigentlich eh okay, ist ja eh alles gar nicht so schlimm. Und also dann ermahnt man sich selbst, also soll nicht so unbescheiden sein, es ist doch gut so, wie es ist und so, ne? Also man muss halt auch sagen, es geht natürlich nicht jedem so, aber ich war eben einmal auf den Malediven, ich liebe die Malediven, das war ein wunderschöner Urlaub und da war eben gerade eben diese Tauchlehrer, die haben ja das auch nicht
immer schon gemacht. Und da waren halt schon immer wieder so ein paar so Typen dabei, die sagen, hey, und ich habe dann irgendwie, ich wollte das unbedingt machen und habe halt alles hinter mir gelassen. Und ich finde, das ist so mutig. Und der ist dann halt ein halbes Jahr auf den Malediven und ist dort Tauchlehrer. Und im anderen halben Jahr ist er halt dann, keine Ahnung, Skilehrer in Sölden oder wo auch immer. Und ich finde das einfach, also ich sag mal so, ich ziehe wirklich den Hut vor diesen Menschen, die einfach ihrer Leidenschaft so richtig, richtig nachgehen und einfach den Mut eben vor allem haben. Das sind für mich die wahren Helden und Heldinnen, ja, die das schaffen, sich selbst oder die eigenen Ängste und Grenzen so zu überwinden und zu sprengen. Ja. Das sind für mich die Heldinnen und Helden. Mhm. Gut, dann ist der Song für die. Ja. Super. Ja, aber das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also toll, dass du einen Song darüber gemacht hast. Wie, du bist ja in Österreich, boah, Nationalheldin. Also da ist natürlich, da ist man dir, also ne, das hier kennt dich natürlich auch jeder und so, aber wenn ich mal ein bisschen über die Grenze gucke oder mit jemandem aus Österreich spreche oder Kontakt habe, da bist du wirklich, das ist krass im Hype. Wie kannst du dich zu Hause, wie ist denn dein Leben zu Hause? Also unter normalen Umständen. Ja, ja. Wie ist das? Also ich habe nur kurz gelesen, also aus den österreichischen Medien, dass direkt losgeht mit, egal was du machst, ne, privat oder so, du wirst sehr, sehr, sehr fokussiert. Ja, also es ist eigentlich seit fast, ja, wow, lass mich überlegen, es werden bald 20 Jahre hier in Österreich. Also ich feiere bald mein 20-jähriges Jubiläum und das war zu Beginn sicher ein bisschen krasser noch wie jetzt, aber so prinzipiell, wenn man als Österreicher, so blöd es jetzt klingt, kennt man Christina Stürmer. Das ist, egal was ich mache und tue, so wie du sagst, steht's morgen hundertprozentig in irgendeiner Zeitung. Wenn ich irgendwas poste auf Facebook, Instagram und Co., dann ist das morgen in irgendeiner Zeitung drin. Gehörst du zu denen, die so ein Winterbild gepostet haben? Hast du auch ein Winterbild? Nein. Ach. Ich glaube nicht. Ach, das ist im Moment hier in Deutschland das Ding. Echt? Die Leute, jede Influencerin, jeder Influencer oder postet sich beim Winterspaziergang. Wirklich? Und erntet den Shitstorm seines, ihres Lebens dafür. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Warum? Und deswegen wollte ich mal fragen. Ja, weil hier natürlich die Winterberge und die ganzen Schwarzwald alles so überfüllt sind. Ne? Ja. Das animiert natürlich die Leute, um rauszugehen und das Verkehrschaos. Und in der momentanen Situation sollte man vielleicht als Vorbild das nicht machen, weil die Leute strömen ja da auch hin. Und hier sind die Gebiete ja sehr begrenzt. Ja. Und du sitzt natürlich an der Quelle bei dir zu Hause. Deswegen wollte ich wissen, ob du ein legales, schönes Winterbild gepostet hast. Naja, also prinzipiell, ich sitze voll an der Quelle, weil ich wohne ja auch am Land. Das heißt eigentlich, ich brauche eigentlich nur bei der Haustür raus und 100 Meter gehen und ich stehe schon im Wald. Das Problem ist nur mit diesem Winterbild, dass bei uns kaum Schnee liegt. Das ist eher so ein, also heute hat es minus 5 Grad zwar, es ist so ein bisschen angezuckert, aber es ist ja eher braun in braun. Also schönes Winterbild wäre das nicht. Aber vielleicht kommt es noch. Aber mach doch mal so, ach, das wäre toll. Mach doch mal so ein reales Winterbild. Das ist mein Winterbild. So ein schön bisschen grau, morbiden Charme, ja? Ja, also im Moment ist bei uns da gerade kein schönes Winterbild. Muss ich leider sagen. Vielleicht hätte ich sonst schon gepostet, wer weiß. Ich werde dich verfolgen. Ich gucke, was du demnächst machst. Ja, vielleicht bist du inspiriert. Wenn ich es mache, richte ich dir auf alle Fälle schöne Grüße aus über Facebook, sag's gleich. Bin ich bei Insta, was für eine schöne Markierung. Ja, schön. Fertig. Nur für dich, Audrey. Ja, du kriegst vielleicht ein Osterhäschen, oder? Ist bei dir unterwegs, habe ich gelesen, aus den österreichischen Medien. In den österreichischen Medien, ja, die haben das, glaube ich, alle geschrieben. Das Herzlichen ist so. Glückwunsch. Dankeschön. Das ist Dankeschön. So schön, so schön. Toll, auch vom Abstand her.
Findest du? Ganz toll. Ja? Vier, ne, ist Marina. Naja, viereinhalb. Warte mal. Super, noch besser. Viereinhalb. Toller Abstand. Schlecht, ja? Super. Viele sagen ja auch, ah, das ist viel zu viel. Super perfekt, weil ein bisschen älter ist dann so krass der Unterschied, ne, dass man fast nichts, dass die nichts mehr miteinander irgendwie machen können. Und das ist halt natürlich. Das ist toll, die können nichts mehr miteinander machen. Nee, das ist eben nicht so gut, wenn es noch weiter ist. Hm. Und wenn es noch. Also ein perfekter Abstand. Ja, mir wäre es auch sonst zu früh gewesen. Also ich muss auch vor jeder Mama und vor jedem Papa den Hut ziehen, die Kinder haben, die nur 2 Jahre Altersunterschied haben. Wahnsinn, oder? Das ist irre, oder? Also boah, da bist du ja gerade mal, da bist du noch nicht mal ausgeschlafen. Einmal hast du schon das nächste Häschen da neben dir liegen. Boah, jetzt hatte ich immerhin, ich hatte gut mindestens zwei Jahre, wo ich sage, ich hatte normalen Schlaf. Ey, das ist ein Ding. Und hast mit Marina dann auch noch richtig Unterstützung, weißt du? Ja, eben. Die kann dir ja schon richtig helfen und ist am Start, das ist super. Die freut sich schon richtig drauf. Oh. Die ist so süß. Immer mit, ich freue mich so auf mein Geschwisterchen. Oh, ich sehe sie schon. Ich glaube, sie möchte sie auch. Sie möchte dann das Baby herumtragen und Fläschchen geben und wickeln. Das wird sehr spannend. Das wird sehr spannend. Weißt du, alles Spielzeug ist ad acta gelegt. Ja, genau. Nichts mehr. Die sagt dir noch, wo es lang geht. Die sagt, Mama, was machst du denn da? Die übt ja jetzt die ganze Zeit mit ihrer Puppe. Die weiß dann genau, was sie mit dem Baby zu tun hat. Spricht sie schon mit dem Baby? Manchmal. Sie sagt immer, hallo, hier spricht deine große Schwester. Gott, ist das süß. Ja, total. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe ja selber 2 Geschwister und finde Geschwister ganz toll. Also, weißt du, das ist ja auch so, der eine sagt, na ja, aber dann muss man auf einmal da alles teilen und das ist gar nicht so schön für die Kinder. Und ich muss sagen, ich habe 2 Geschwister und würde die niemals irgendwie gegen das größte Spielzeug der Welt hätte ich die jemals eingetauscht. Weil es einfach, also auch wenn ich mit meinem älteren Bruder natürlich gestritten habe, was das Zeug hält. Also wir sind eben auch 4 Jahre auseinander und ja, klar hatten wir Meinungsverschiedenheiten und ja, klar haben wir uns getreten. Aber es hat uns, denke ich, nicht geschadet. Im Gegenteil, jetzt bin ich so froh, dass ich 2 Geschwister habe, die ich jederzeit anrufen kann und ja, schön, die zu haben einfach. Guck mal, und auch 4 Jahre, siehst du? Und das ist dann in der DNA verankert. Das wird bei euch genauso werden. Hoffentlich. Ist so, ist so. Reden oder streiten könnte man streichen. Wie machen wir weiter, meine Liebe? Oh, jetzt weiß ich was. Oha. Das ist jetzt quasi eigentlich fast aufgelegt, weil wir ja gerade auch über Marina gesprochen haben und über Babys und über Kinder. Haben wir auch einen Song auf dem Album, den ich damals ja auch für Marina geschrieben habe oder eigentlich für alle Kinder dieser Welt. Weil ich Kinder einfach so toll finde. Die sind so unverdorben und von Grund auf ehrlich. Die sagen dir... Letztens bin ich zum Beispiel, muss ich ganz kurz erzählen, letztens bin ich nach Hause gekommen, wir hatten einen Videodreh, und ich bin nach Hause gekommen und war halt geschminkt und ich komme rein bei der Haustür und Marina guckt mich an und sagt, Mama, du hast so komische Haut. Sag ich, ja, das ist halt, ich wurde halt geschminkt und so Make-up. Ja, aber das sieht schier aus. Also schirk heißt hässlich. Ja. Und habe ich gesagt, echt? Und sie, ja, das mag ich nicht. Ich soll mich jetzt wieder abschminken. Und ich finde, Kinder sind einfach ehrlich. Und ich finde das so schön, denn dann kann man das auch nicht übel nehmen. Und denen ist aber auch prinzipiell egal, ob eben jemand dann eine große Nase hat oder eine kleine oder welche Hautfarbe. Für die ist das alles ganz normal, dass der eine grausige Haare hat und der andere hat glatte blonde oder glatte braune oder der hat braune Augen, blaue Augen, dunkle Hautfarbe, helle Hautfarbe. Für die ist alles einfach so eins. Und das finde ich so schön. Und über das, jetzt komme ich zum Punkt, haben wir einen Song geschrieben und der heißt Du erinnerst mich an mein Herz.
Und der ist auch auf dieser EP drauf. In einer wirklich ganz, ganz reduzierten Form. Das hat nämlich nur Klavier und Stimme. Und ich finde das wunderschön. Ich habe extra eine Sekündchenpause gemacht, um dir nicht reinzureden, dass ich mit dir in den Song kann. Aber es ist wirklich so, das, was vielleicht das Entscheidende ist, was an Kindern so toll ist, die sagen ja auch, weil du sagst ja, es ist egal, wie die, ob da jemand eine große Nase hat oder irgendwie andere Haare oder eine Glatze oder so, die nehmen das einfach als gegeben hin und erzählen vielleicht einfach über das, was sie sehen, aber es ist ohne Wertung. Genau. Ich glaube, es ist, das ist der Punkt. Genau. Es ist einfach, es ist alles, wie gesagt, eins irgendwie. Und es ist egal. Es ist so zwar, und ja, der hat eine große Nase oder was auch immer. Oder dem, irgendwann sind wir in Wien unterwegs gewesen und da war ein Mädchen im Rollstuhl. Oder irgendwann sind wir, hat einem Mann fehlte die Hand. Und für sie ist das so, sie spricht es an, was manchmal ja uns Erwachsenen schon peinlich ist. Und sagen, oh, da kann man nicht hinschauen oder was auch immer. Und die sagt das einfach aber eben ohne Wertung. Das ist halt so. Aber das macht den oder die nicht zu einem komischen Menschen, anderen Menschen, schlechteren, besseren Menschen. Es ist einfach so, ja, der hat eine große Nase und der eben eine kleine. Die Kinder sind uns in dem Punkt, ne, so meilenweit voraus, weil wir kämpfen um Gleichberechtigung, ne? Black Lives Matter, und dann und sind auch in unserer Sprache und in allem so eingeschränkt mittlerweile. Ich merke es ja auch an mir, dass ich überlege, da darf ich das sagen? Oder wenn ich irgendwas sehe, ne? Ich gerade, wenn man in der Öffentlichkeit ist, fängt man an, über alles zu überlegen, was man sagt. Im halben Satz, darf ich das überhaupt? Und ist das politisch korrekt, das so zu benennen? Oder ist man eigentlich dann schon, wenn man drüber nachdenkt, rassistisch? Oder, Und ich finde oftmals, ist das schon Rassismus, indem ich nicht sagen darf, ja, das ist jetzt aber, keine Ahnung, ist das schwarz oder ist das so? Ja. Und in dem Moment, wenn ich schon drüber nachdenke, das darf ich nicht mehr sagen oder das darf ich nicht ansprechen, damit bestätige ich ja diese Randgruppe, weil man nicht offen einfach sprechen kann. Genau. Und das haben uns Kinder voraus. Die sagen einfach, was sie sehen und was sie denken, aber es ist ohne Urteil. Und deswegen liebe ich Kinder auch so gern. Ja, ich hoffe ganz einfach, dass, also gerade jetzt bei Marina sehe ich es eben ja tagtäglich, dass die das eben nicht verlernt, so wie wir sozusagen. Also ich sage mal so, wir sind dabei oder wir sind einfach sehr stark, dass wir ihr das so vermitteln, dass es okay ist. Einfach so, wie sie ist und wie sie denkt und dass man da sich nicht irgendwo da reinzwicken muss. Aber ja, du, das ist, wir sind noch vor der Schule und so. Ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn da so das ganze soziale Umfeld, das hat ja dann auch irgendwie was damit zu tun, wo sich Kinder hinentwickeln. Auch dann die Pubertät, also gerade bei mir war es so, wie ich dann eben so 13, 14 war, das ist schon, da haben die Eltern zwar ein bisschen einen Einfluss noch, aber es kommt schon sehr stark darauf an, was du für Freunde hast oder wo du eben landest, in welchem Freundeskreis. Das ist schon richtig. Da wünsche ich ihr die besten Freunde, auf alle Fälle. Du, da sagst du was Gutes, aber die Voraussetzung dafür, ne, das, was man in sich trägt, das ist schon sehr ausschlaggebend, wo man sich auch wohlfühlt bei den Freunden, das muss ich sagen. Solange man Liebe ist der Schlüssel, solange man Liebe in sich trägt, das ist der beste Schutz für ein ganzes Leben. Ja, das stimmt. Dann weiß man, wie sich, dann lernt man natürlich lernen, die alles kennen, Hass und Ablehnung und so, ne? Aber wenn man diese Liebe in sich trägt als Basis, weiß man ja, dass das andere sich unangenehm anfühlt. Und deswegen müsste man sich laut meiner Berechnung davon instinktiv fernhalten, weil man weiß, was Liebe ist. Ja, und dass einem das andere nicht gut tut vielleicht. Das ist ein sehr philosophisches Gespräch, finde ich. Ja. Aber schön.
Ja, ist auch unserem Alter entsprechend. Ja. Ich wollte ein bisschen Kontrast geben zu unserem früheren Interview. Zu unserem Whisky-Cola. Wir sind erwachsen geworden und wir sind klüger geworden. Mhm. Ja, aber du bist bestimmt immer noch, du bist schon, glaube ich, so ein bisschen kindlicher Typ. Und hast ja das auch, glaube ich, so behalten. Und das ist auch voll schön. Voll wichtig. Ja, ich finde das ganz wichtig. Ich finde das so wichtig. Und wenn man selber dann Kinder hat oder wenn man mit Kindern einfach zu tun hat, dann kommt das ja, finde ich, nochmal raus. Einfach das Verspielte. Dass man nicht alles so eng sieht und alles so strikt sein muss und so nach Plan, weil das wird dir sowieso, jegliches Kind wird dir deinen Plan über den Haufen werfen. Und es ist aber dann so schön auch, wenn man dann eben offen für alles bleibt. Hast du einen Songwunsch von früher? Also von einem früheren, dass wir in einen Hitmix-Marathon von Christina Storch starten können. Von mir? Ich hatte ja schon. Du hast einen? Ja, durfte ja schon Engel fliegen einsam. Ach so. Das durfte ich ja schon sagen. Ich möchte es nicht überstrapazieren. Nee, ich lasse dich nochmal zum Zug. Sag mal, hast du noch einen? es gab... ein Song, den habe ich live das erste Mal bei dir gehört, auf irgendeinem Festival mit sehr, sehr vielen Menschen vorne dran. Da hast du Mama Anna Ahabak gespielt. Ja. Und das fand ich wunderschön. Boah, ja. Das ist so ein Klassiker fast. Also das ist fast so wie Ich lebe. Ich lebe und Mama Anna Ahabak sind für mich... Und eigentlich auch Engel fliegen einsam. Die waren ja alle drei auf meinem allerersten Album drauf. Also 2003 ist das rausgekommen. Oh, ist ewig her. Gott. Und Mama ist einfach, ja, ein wunderschönes Lied. Ist damals während des Irakkrieges ja entstanden. Und spielen wir noch immer gerne live. Und ist live auch immer, ich mag nicht sagen, dass es immer so ein bisschen runterzieht. Aber es ist halt ein bisschen ein schwereres Lied und aber trotzdem so ein extremer Kontrast eben dann zu einem Millionen Lichter. Und ich finde, ein Konzert braucht einen Kontrast. Man kann ja nicht ständig nur happy peppy sein. Happy peppy, tolles Wort. Hast du erfunden gerade oder sagst du öfter? Happy peppy, bescheuert, ja. Ich mag's. Ach ja. Also darf ich mir wünschen? Ja, unbedingt. Super. Und dann spielen wir danach Millionen Lichter, weil das alle haben wollen. Das stimmt. Das glaube ich auch. Du sagst das Wort, ne? Millionen Lichter. Und dann kommt es sofort, hast du deinen Ohrwurm. Für den Rest des Tages, ne? Sagst dann, dann fängt Lichter, schon der Bass an, oder? Millionen Lichter, ja. Das ist einfach so, ist es halt. Mhm. Kann man nichts dagegen tun. Bei mir ist immer, bei Millionen Lichter fängt bei mir sofort dieser Basslauf an. Der ist bei mir, der fährt jetzt durch. Gut, dürfen wir also auch spielen? Unbedingt. Okay, dann jetzt du eins, komm. Jetzt ich eins? Ja. Jetzt ein altes? Wie du willst. Du bist free. Dann möchte ich eines meiner Lieblingslieder von Christina Stürmer. Oh, Achtung, Trommelwirbel. Trommelwirbel. es gab schon so viele Festivals, wo wir das gespielt haben. Und der Song ist irgendwie nie so der mega, mega riesengroße Hit gewesen, wie Ich lebe oder Millionen Lichter. Aber... bei jeglichen Festivals oder Open-Air-Veranstaltungen vor allem, die wir gespielt haben, wo viele Leute waren, ich höre richtig das Publikum mitsingen in diesem ruhigen Teil. Und das ist auch so ein Song, der eher für das, ich nenne es jetzt mal, ältere Semester ist. Ab wann
startet das ältere Semester denn bei dir, liebe Christina? Bei mir hat das ältere Semester mit 30 eigentlich gestartet. Mit 30 habe ich begonnen, ein bisschen mehr über das Leben nachzudenken und was ich bis jetzt gemacht habe, ob ich mit dem zufrieden bin, ob ich was ändern möchte, ob ich mich so wohl fühle, ob das Leben, das ich lebe, so für mich das Richtige ist. Das fing mit 30 an. Da hat es irgendwie so ein bisschen einen Schalter umgelegt. Und genau. Und der Song, der geht auch so ein bisschen übers Leben und heißt, was wirklich bleibt. Super. Ich muss mal gucken, dass ich nicht... Das ältere Semester ab 30, oh, das ist natürlich schon hart, ne? Das ist schon ganz schön jung, gell, mit 30. Das hat mich jetzt ein bisschen... Bei mir ist jetzt erst seit so 2 Jahren oder so, bin ich erst in der Phase. Ich habe mit 30 war ich noch total, total in meinen Mit 30 hat es irgendwie, vielleicht liegt es aber auch daran, wie ich 30 geworden bin, hatte ich so viele Interviews, die eben alle darauf abgezielt, also alles immer so, naja, jetzt bist du 30, jetzt bist du 30 und dann dachte ich irgendwann mal, jetzt bin ich 30. Und eigentlich, also ich fühlte mich ja, also ich fühle mich auch jetzt mit 38 nicht wie mit 38. Also so wie ich damals mit 14, also da war mit 38 war das Leben vorbei. Eigentlich so, oh, da war so eine alte Schachtel. Und jetzt bin ich 38 und denke mir, wuss, komm, gib mir mehr davon. Und das ist sicher noch lange nicht vorbei, wie Udo Jürgens schon gesungen hat. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, mit 30 hat das aber auf alle Fälle begonnen, dass ich ein bisschen mehr über das Leben sinniert habe. Da fing es auch an, dass ich mir Gedanken gemacht habe, eigene Familie gründen, will ich mal Kinder, wann ist vielleicht der geeignete Zeitpunkt, bin ich eben mit dem Ganzen zufrieden, wie, was ich mache und was ich tue und wer bin ich eigentlich? Also das war auch mit 30, habe ich so ein bisschen ja auch eine Pause gehabt. Ich habe da den Garten genossen, das weiß ich noch genau, und da eben diese 30er-Interviews, nenne ich jetzt mal. Und da war es schon so, dass ich mir einfach Gedanken gemacht habe über eben, was habe ich so die letzten 10 Jahre gemacht? War das gut? Und was habe ich alles erreicht auch? Was waren meine Ziele, was waren meine Träume? Sind die alle in die Hose gegangen oder haben sich auch einige erfüllt? Und ich hatte damals, es ging ja auch alles sehr schnell bei mir zu Beginn, also eben mit, da kam die Echo-Verleihung und dann war ich dort und dann war ich da und dann wieder ein Konzert und wieder dort eine Autogrammstunde und was auch immer. Mit 30 habe ich dann wirklich erstmal mal Zeit gehabt, dass ich das auch alles so Revue passieren lasse und dass ich mir gedacht habe, hey, ich bin Christina Stürmer. Wie geil ist das denn eigentlich? Und also wo ich dann auch mal Zeit hatte, dass ich so richtig stolz bin auf das, was ich auch alles gemacht habe. Und das war für mich irgendwie schon eine wichtige Phase. Und da habe ich eben dann aber auch begonnen, dann über das Leben so ein bisschen mehr drüber einfach nachzudenken. Ja, wie schön, dass du dich selbst auch so feiern kannst, dass du den Punkt hattest, wie gesund das ist, ne? Dass du auch einen Moment mal zum Reflektieren hattest, weil bei dir ja so viel los war, dass das erleben andere ja in 3 Leben nicht, weißt du, vielleicht deswegen auch ein bisschen früher. Und dass du dann auch sagen kannst, das können ja viele nicht, oh, wow, ich bin stolz auf mich oder toll, was ich erreicht habe, das ist super, dass du das kannst. Ja. Also ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man es kann und dass man aber dann nicht denkt, ich bin jetzt geiler wie alle anderen. Aber sondern, dass man einfach eben, ich hatte ja davor nie die Zeit. Ich hatte, das war ja wie so ein Film, der da so ablief. Das ist ja, ich kam nach Hause mit dem Echo in der Hand 2006, weiß ich auch noch genau. Kam nach Hause, also nach Österreich zurück, Interviewflut, Sondergleichen und dann eben gleich am nächsten Tag wieder ein Konzert. Und ich hatte nie so die Zeit, dass ich mich hinsetze und sage, das ist ein Echo. Was heißt das eigentlich? Und was hat das wirklich für einen Wert eigentlich für mich?
Für mich war das so schnell einfach, so schnelllebig. Und mit 30 habe ich dann irgendwie gedacht so, wow. Also ebenso wie du sagst, das, was ich alles zu erzählen habe oder was ich erlebt habe und was ich da alles in mir gespeichert habe, das haben andere so nicht oder das erleben manche in drei Leben nicht. Und da war ich dann zum ersten Mal auch so richtig, richtig dankbar. Das war ich sicherlich die ersten paar Jahre nicht. Oder weil ich auch einfach, wie gesagt, keine Zeit hatte, um dankbar zu sein oder genervt zu sein oder sonst irgendwas, sondern das war einfach, das passierte mehr oder weniger mit mir und ich war halt da so drinnen. Ja, mit 30 bin ich dann erwacht. Und also du hast seitdem, ein gutes Bewusstsein, ja, dir bewusst genau. geworden, das ja. höre ich so raus, dass du sagst, dass du einfach, ja, einfach ein gutes Bewusstsein hast und deine Basis, das ist auch das, was ich an dir so mag, deine Basis ist, ist fest und voller Liebe und das ist halt super. Das ist schön, dir zuzuhören einfach. Ja. Naja, und seitdem ich 30 bin, kann ich auch alles eben mehr genießen. Oder nehme ich alles bewusster wahr. Und ja, es ist mehr präsent. Es ist nicht mehr wie so ein Film, sondern jetzt bin ich auch so richtig immer dabei. Das ist schön. Also im Hier und Jetzt zu sein, das ist gut. Also war es jetzt, du bist jetzt hier mit mir und bist hier im Jetzt und feierst mit mir deine neue EP. Yes. Schön. Wie sind denn so, wie sehen die nächsten Monate aus? Du bleibst einfach mal zu Hause und genießt alles. Ich bleibe jetzt erstmal zu Hause, genau. Also es ist ja eigentlich so, man soll ja zu Hause bleiben. Man kann als Musiker gerade keine Konzerte machen. Ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändert, muss ich auch sagen. Und ich dachte, bevor ich mir da so eine schlechte Laune mache, weil man zu Hause bleiben muss aus, wir kennen die Gründe, suche ich mir einen anderen Grund. Und dann kommt eben der Osterhase. Das Osterhäschen zu uns, also im März ist der Geburtstermin und dann muss ich aus einem wunderschönen Grund zu Hause bleiben. Und deshalb kann ich dann keine Konzerte spielen. Ich habe mir einfach einen schöneren Grund gemacht, sozusagen. Super. Und ich werde die nächsten Monate einfach genießen. Also ich freue mich natürlich jetzt schon auf März, weil der Bauch ist, wird immer dicker und größer. Und ich fühle mich schon langsam, wie wenn ich platzen würde. Und dann werde ich einfach die Zeit genießen mit unseren zwei Babys. Also Babys ist gut. Die eine ist eh schon 4,5. Und dann, ja, Songs schreiben auf alle Fälle auch. Also es ist trotzdem so, ich merke, dass einfach das Musikmachen natürlich mir auch Kraft gibt. Schreibst du für andere auch? Nee, ich schreibe nur für mich. Ich bin da egoistisch. Das Beste soll man nicht teilen. Ja, genau. Es hat auch seine Grenzen. Genau. In der Nächstenliebe. Nein, aber es ist einfach so, was so, ich genieße jetzt einfach die Zeit und wir schreiben ein bisschen. Ich hoffe ganz stark, dass im Sommer dann wieder das Reisen ein bisschen einfacher wird, weil ich gerne auch mit anderen Songwritern zusammenarbeite. Und egal, ob wir dann nach Berlin oder wo auch immer hinfliegen oder vielleicht die Songwriter dann zu uns kommen, Baby begutachten und dann vielleicht Oma, Opa holen, damit die ein bisschen spazieren fahren und wir schreiben Hits, Hits, Hits. Aber so, das sind so die nächsten Monate. So würde ich die gerne gestalten, sagen wir so. Wir haben ja unsere Wohnzimmerkonzerte normalerweise mit Liedergut. Wir haben mit ein paar gestartet. Johannes Oerding war dabei, Annette Louisanne. Das sind nur 30 Leute im Wohnzimmer. Und falls wir das nochmal machen, laden wir dich direkt ein. Und weil das wäre super schön. Mhm. Und wenn es irgendwie nicht geht, man weiß ja irgendwie gar nicht, wie das Jahr jetzt so wird, ja, dann kommen wir zu dir. Und, ja! Und gehen eine Runde mit dem Baby spazieren draußen. Oh ja. Weißt du, bei uns dann im Frühling wird es dann richtig schön. Dann brauche ich auch nicht mit irgendwelchen Schneebildern hier auftrumpfen.
Matschmaronenschnäbel dann. Ja, genau. Schön. Sondern mit was kannst du dann auffahren im Frühling? Das klingt vielversprechend. Ja, also Frühling ist bei uns hier wirklich wunderschön. Also selbst wenn es regnet, das ist einfach, wenn da so alles ein bisschen sprießt und wie gesagt, wir wohnen direkt da neben dem Wald und das ist sehr hügelig bei uns und ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Was natürlich anstrengend ist, wenn man mit dem Kinderwagen herumfährt, weil es eben hügelig ist. Das ist ein bisschen mühsam, aber es ist wunderschön. Das würde ich so festhalten. Ja. Ich komme einfach zu dir. Ja, mach das. Super, mache ich. Also, liebe Christina, vielen Dank. Dankeschön. Eine gute Zeit, bleib gesund und alles, alles Gute für Dankeschön. Dich und dein Baby. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute und auch gesund bleiben. Dankeschön. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.